Bühne. Er kommt vom Institut für Wärme- und Brennstofftechnik und dementsprechend ist natürlich auch sein Vortragsthema. Über die Brennstoffzellenwelt hören wir jetzt etwas von Christian Wesemeyer. Alles klar, vielen Dank. Okay, mein Name ist Christian und dass ich hier heute stehen darf, hat zwei Ursachen. Das eine ist mein Vorname. Als ich gesehen habe, wer alles mitmacht, es waren drei Christians, ich dachte, das ist Voraussetzung, dass man hier machen kann. Also Glück. Der zweite sind meine ganzen lieben Kollegen, Freunde und sonstige Bekannte. Wie man ja eben gerade gehört hat, sind anscheinend ein paar Leute da, die mich kennen. Kann das sein? Toll. Okay. Sie wollten halt alle herkommen und sich fremdschämen, das hat ja schön geklappt. Super. Okay. Also kennt mich doch keiner. Gut, heißt du Christian, wollte ich sagen? Was wollte ich noch sagen? Kennt ihr das? Ich war bei so einem Vortrag, weil ich promoviere im Maschinenbau, da gehört nämlich mein Institut dazu, Institut für Wärme- und Brennstofftechnik unter Freunden auf Wurst- und Brattechnik. Und wir promovieren seit neuem strukturiert. Strukturiert heißt, wir dürfen so tolle Kurse machen und ich hatte einen Rhetorikkurs und die haben gesagt, lern den ersten Satz, dann bist du immer fit. Ja, jetzt habe ich den zweiten vergessen. Bisschen doof. Okay, fangen wir an. Also zu mir, Christian aus dem Maschinenbau und ihr kennt sicherlich den Spruch mit Maschinenbauern und Karohemden. Ich bin heute verkleidet, ist ja Karneval. Nicht? Also ich bin gestreift und um es genau zu machen, ich bin eigentlich ein ganz übler Gesell, denn ich bin eigentlich Physiker. Und ja, auch die gibt's und man hat mich sogar rausgelassen, auch ohne Polunder. Okay, fangen wir mal an. Jetzt gucken wir mal, was die Technik sagt. Scheiße. Okay, geht nicht. Ja. So, was sind eigentlich Brennstoffzellen? Schließlich soll ich ja irgendwas erzählen über mein Fachgebiet. Ich war gestern beim Zahnarzt und habe das meine Zahnarzthelferin gefragt. Was sind eigentlich Brennstoffzellen? Und dann hat die mich angeguckt. Und hat mich nochmal angeguckt und habe ich gesagt, kennst du das? Fragt sie weiter und dann sage ich, nein, ist erlaubt. Und dann sagt sie, nein. Also, frage meinen kleinen Kollegen, nennen wir ihn Fritzchen. Oder Klaus. Klaus finde ich gut, kann ich gut merken. Klaus, frage Klaus, was sind eigentlich Brennstoffzellen? Und fragt halt Klaus den Polunderträger in mir, dann wird der sagen, Brennstoffzellen sind elektrochemische Energiewandler. So, jetzt muss ich gucken, wie viele von euch haben Punktekarten und haben einen Polunder an oder ein Karohemd? Leider nicht ganz so viele, sonst hätte ich jetzt nach Hause gehen können und hätte 4x7 Punkte gekriegt, wie viel möglich sind. So kriege ich wahrscheinlich nur 7 in Summe. Also muss ich doch ein bisschen mehr erzählen. Also Brennstoffzellen sind elektrochemische Energiewandler. Wahrscheinlich geht es euch wie meinem Kollegen, die sich sagen, okay, Energiewandler kapiere ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Oder hat irgendeine Ahnung von, was Energiewandler sind? Wahrscheinlich nicht. Außer die Karohemden- und Polunder-Fraktion. Also, ich verspreche euch, ihr habt Ahnung davon. Und zwar mehr, als ihr glaubt, und zwar genau jetzt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Am Anfang, da war das Land, da war Dunkelheit und das Land war öd und leer. Und Gott sprach, es sei thermonukleare Fusion. Und thermonukleare Fusion findet im Inneren unserer Sonne statt und erzeugt dort halt aus Wasserstoff Energie. Und wie das geht, ist eine andere Geschichte, dafür komme ich gerne das nächste Mal wieder und erzähle darüber was. Vielleicht kommt auch der nächste und erzählt dazu was. Am Ende, was wir davon mitbekommen, ist Licht. Sonnenlicht, jeden Tag, mehr oder weniger, in letzter Zeit ein bisschen weniger. Dann gibt es hier bei uns Pflanzen. Pflanzen wachsen und nehmen halt diese Energie auf, das kennen wir als Photosynthese. Und danach kommen Tiere und fressen diese Pflanzen, um selber zu wachsen. Für alle, die es nicht erkannt haben, das ist eine Kuh. Ich bin in Kunst leider nicht so gut. Ich hatte zwar mal eine 1 in Kunst, aber das war in der 4. Klasse, schon lange her. Okay, also kurzum, Pflanzen und Tiere wandeln irgendwie Energie und den Teil, den sie halt für sich nicht nutzen können, den scheiden sie hinten wieder aus. Bei Pflanzen nennt man das Laub und ich bin jetzt hier in einer gehobenen Freitagabendveranstaltung an einer Universität, also wie nenne ich das? In der Vorbereitung habe ich meine Nichte gefragt, die ist 4. Und ich denke, was eine 4-Jährige sagt, kann ich hier auch sagen. Also ich frage Emma, was ist das? Und sie sagt Kacki. Also kurzum, Pflanzen machen Laubi, Tiere machen Kacki. Und das, was halt hinten wieder rauskommt, das können halt andere für sich noch irgendwie nutzen. Das sind die Kumpels Chuck Norris und Co., die beim Helmholtz-Leuten da in der Petrischale wohnen. Die können dann damit den Krebs besiegen und so weiter, aber das ist auch nicht meine Geschichte. Also, ich habe ja gesagt, die Nummer wird persönlich. So, jeder von uns
wandelt auch Energie. Jeden Tag, immerzu, rund um die Uhr. Also, Energie rein, der Rest raus. Und hier haben meine Kollegen gesagt, hier kannst du Kacki nicht nochmal bringen. Weil dann ist das Niveau völlig für den Po. Also mache ich es kurz, Fleisch hier rein, Klo hier raus. Ja? So, gucken wir uns mal diese ganze lange Kette an, vom Kern der Sonne bis zum Kern unseres Magens. Angefangen vom Kern der Sonne haben wir furchtbar viel Energie. Da strahlt die Sonne in alle Richtungen. Ein ganz kleiner Teil davon kommt bei uns auf der Erde an, wird von den Pflanzen umgewandelt durch Photosynthese. Dann kommen die Tiere, fressen das Zeug und ganz am Ende kommt es in unseren Magen. Wenn wir uns das zusammen angucken, heißt das, dass von der gesamten Energie nur ein ganz kleiner Teil infolge dieser furchtbar vielen Wandlungsprozesse bei uns wirklich ankommt und von uns genutzt werden kann. Also viele Wandlungen schlecht für die Ausbeute. Der nächste Punkt, und hier werde ich immer ganz blass, denn kennt ihr diese Menschen, die jeden Tag das gleiche essen wie ihr und trotzdem nicht zunehmen? Persönlich finde ich das ja äußerst bewundernswert. Also ich habe auch so einen bei mir im Büro, das ist mein lieber Kollege Rune. Wir beide haben einen Reiskocher. Kennt ihr das? Da ist so ein Topf mit einer Elektroplatte drunter, da gibt es beim Chinesen immer Reis drin beim Buffet. Kostet nicht die Welt, kostet 15 Euro, kann man auch andere Sachen drin machen. Wir machen da Suppe und so weiter. Momentan schreiben wir an einem Kochbuch, wenn es mit der Promotion nichts wird, dann zwei Mann einen Topf und einen Michelin-Stern. Also auf jeden Fall, Rune ist halt immer noch ein Hemd, das gleiche Hemd, als das er eingezogen ist. Und will damit sagen, bei gleicher Nahrung, sprich gleicher Energiemenge, nutzen Menschen ja, die Energie mehr oder weniger effizient. Das heißt also Effizienz als das Verhältnis von der Energie, die wir für uns nutzen, zu der Energie, die wir zuführen. Soweit so gut, soweit zu eurem Verdauungstrakt. Ab jetzt fängt das Niveau wieder an. Bitte alle aufwachen. Ich bin ja hier als Ingenieur, nicht? Jedenfalls so als Halber. Also die linke Hälfte von mir, der Dr. Jekyll, der Mr. Hyde, den hole ich nachher raus. Das ist dann der Physiker. Okay, also in der Technik geht das auch so. Wir wollen ja Energie wandeln. Und meistens haben wir diese Energie in Form von chemischer Energie vorliegen. Das passt auch zu meinem zum Namen meines Ladens, nicht? Wärme- und Brennstofftechnik. Naja, und wir haben halt irgendeine Form von Brennstoff. Benzin, Öl, vielleicht auch E10, weiß ich nicht. Ich habe es mich auch noch nicht getraut zu tanken. Und wie der Name halt schon sagt, Nomen est Omen, wir wandeln diese Energie normalerweise aus einem Brennstoff in Wärme um. Das kennt jeder von euch, Benzin rein ins Auto anschalten und irgendwo wird es warm. Am Ende nutzen wir halt diese Wärme oder thermische Energie und wandeln die halt in kinetische Energie um. Ich denke, dass all diejenigen, die das mit der Wärme beim Auto nicht wussten, ich denke, was man aus Benzin sonst mit dem Auto macht, ist klar, nicht? Das fährt halt. Also Bewegungsenergie. Und ganz am Ende machen wir Strom. Warum machen wir Strom? Weil nichts so sexy ist wie Strom. Mit Strom kann man einfach alles machen. iPad, iPhone, iPod. Ohne Strom ist nur noch Ei, ohne Pad und Phone. So, und wenn man jetzt mal als Ingenieur darüber nachdenkt, wie kann man das denn machen? Wie kann man das möglichst gut machen? Dann ist die beste Idee, die Leute jemals hatten, das auf diese Art und Weise zu machen, die sogenannte Carnot-Maschine oder der Carnot-Prozess. Ich verrate jetzt noch nicht mal, dass man den technisch noch gar nicht machen kann und alles, was ihr zu Hause habt, total schlechter ist als das Ding. Worauf ihr bitte achten sollt, ist Folgendes. Hier ist total tote Hose. Also da hilft uns auch Chuck Norris nicht. Hohe Effizienz bei kleiner Temperatur. Das heißt, hier bei euch, Raumtemperatur, 20 Grad, ist nichts los. Kann man nicht machen. Deswegen immer hohe Temperaturen. Man baut riesige Kraftwerke mit riesigen Temperaturen, was weiß ich, 800, 900 Grad, um da möglichst viel rauszuholen. Deswegen macht man das überhaupt. So, und jetzt kommen wir. Wir sind da oben. So, und zwar nicht nur. Und zwar kommt man da auch schon ziemlich nah ran. Also ich selber kenne Systeme, die arbeiten so bei 50-70%. Und das bringen die heute schon auf die Straße im Auto. Wie geht das? Naja, wir lassen diese ganzen komischen Zwischenschritte weg. Wir machen direkt aus Chemie Strom. Also ich vergesse die Nummer mit Blatti, Kaki, Chloe und so weiter. Direkt Chemie in Strom. Jetzt stellt sich sicherlich die Frage, wie geht denn das? Wie geht denn das? Das ist ja das Perpetuum mobile. Warum machen wir das überhaupt anders? Warum machen wir das seit 150 Jahren anders? Ja, müssen wir nochmal wieder zu meinen Freunden aus der Atomchemie oder Atomphysik. Atome bestehen aus einem Kern und außenrum sind Elektronen.
Ich habe neulich einen Radiobeitrag über Rutherford gehört. Zu der Zeit glaubte man das noch, dass das anders aussah. Seit ungefähr 100 Jahren ist man ziemlich davon überzeugt, dass das so ist. Ein Kern, außenrum die Hülle. Und wenn die Atome jetzt miteinander reagieren, dann gehen die halt chemische Bindungen ein und teilen sich dabei ihre Elektronenhülle. Das tun sie mehr oder weniger freiwillig. Okay. Das heißt, in chemischen Reaktionen werden Elektronen direkt zwischen den Atomen ausgetauscht oder geteilt. Stellt euch das einfach so vor, ihr steht hier oben auf dem Haus der Wissenschaft, ja, also einer von den Singles, die vorhin die Arme hochgehoben haben, und seht dort unten eine von den Single-Frauen. Und die ist total rattenscharf. Ja? Und das Einzige, was euch einfällt, ist, da muss ich hin, die will ich. Und natürlich ist der schnellste Weg ab vom Dach. So. Und was dann passiert, weiß jeder von uns. Nämlich, wir müssen die